Hallo und herzlich willkommen zu Papers, Please. Schon ein etwas älteres Spiel, aber ich finde es ganz interessant und vielleicht ist das spaßig, da auch ein Let's Play zu machen. So, aber vielleicht... Stellen wir das auf Deutsch? Ja. Okay, dann würde ich sagen, kann es losgehen. Oder starten Sie ein neues Spiel? Neues Spiel. Herzlichen Glückwunsch! Die Arbeitslotterie des Monats Oktober ist abgeschlossen und Ihr Name wurde gezogen. Melden Sie sich umgehend zum Arbeitseinsatz beim Ministerium für Grenzschutz am Grenzübergang Grestin. Eine Wohnung der Klasse 8 wird Ihnen und Ihrer Familie in Ost-Grestin zur Verfügung gestellt. Es lebe Aristoka. So, Grenzübergang Grestin endlich eröffnet. Nach 6 langen Jahren ist unsere Sicherheit auch wirklich garantiert. Familien vor Zusammenführung, Sport, Wetter, unbezahlbar. Okay. Zur Arbeit gehen. Ja, Stocker, Ministerium für Grenzschutz, offizielle Depesche, Inspektor. Willkommen bei Ihrer neuen Position am Grenzübergang Grestin. Stempeln Sie Einreisevisa in Pässe und geben Sie die Dokumente den Einreisenden zurück. Nur Bürger von Aristoka sind zur Anreise berichtigt. Alle Ausländer sind abzuweisen. Es lebe Aristoka. Angegebene Nationalität achten. Okay, Rollladen, Tresen, Vorschriften, Audio, Transkript, Depeschen. So, das ist Aristoka. Wie lange ist der haltbar, der Pass? Okay. Bitte, sieht dem Foto ähnlich. Das ist aber, das ist kein aristokratischer Pass. Also wird es abgelehnt. Sorry. Da brauchen wir auch gar nicht lange gucken. Tja. Bitte. Das ist doch auch wieder ein komischer Pass. Das war ein Fehler, diesen Grenzübergang zu... Okay. Danke fürs Zeitverschwenden. Das ist auch wieder... komisches Land, was ich nicht kenne. Bitteschön. Der ist noch gültig, der Pass. Das Foto sieht ähnlich aus. Bitteschön. Pass ist... Foto sieht ähnlich aus. Das ist wieder abgelehnt. Okay.
Okay, verwalten Sie Ihre Ausgaben mit Hilfe der Kontrollkästchen unten. Das ist ja immerhin schon mal gut hier, ja. Ist Dezember, ne, oder was? Analysten im Feierlauf, mehr Handel und Kooperation erwartet. In Kürze weniger Auflagen Einreise von Ausländern. Okay. Ist ja Inspektor. Mit dem heutigen Datum ist auch Ausländern mit gültigem Pass die Einreise zu gestatten. Die Kabine ist jetzt mit Geräten zur Prüfung ausgestattet. Alle Passdaten sind sorgfältig auf Diskrepanzen zu prüfen. Die Einreisewilligen mit inkonsistenten Daten sind abzuweisen. Prüfmodus können Sie mithilfe des roten Knopfes auf Ihrem Schreibtisch aktivieren. Markieren Sie bei Prüfung 2 diskrepante Angaben, um weitere Maßnahmen ergreifen zu können. Vorschriften und Richtlinien. Diese Posten unterliegen Vorschriften. Prüfmodus gibt es noch für die Version. Okay. Grenzpostkabine, Vorschriften, Audio, Sozial. Clients und Hellertouch, nicht in der Channel. So, das ist gültig, weiblich, sieht auch gut aus, ja. Mhm. Ablauf 17.11. So. Das... Sie sehen sie doch über... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das bin ich. Ich meine, vielleicht hat die abgenommen. Foto passt nicht. Ah. Mein Bus fährt gleich. Orvich als Structure. Karinia. Meinetwegen. Kurista, männlich, 83, genehmigt. Langeweile. Was? Okay. Okay, sieht gut aus. Männlich, Foto passt. Was ist das? Feierabend! Okay. Essen wir mal heute nix. Die Einreise aller Nichtbürger ist ab sofort reguliert. Alle Ausländer haben einen Einreisebeleg vorzulegen. Verifizieren Sie diese Angaben, bevor Sie die Einreise wieder mit dem Pass stempeln.
Okay, gültig am 25.11., das ist heute. Pass ist auch gültig, sieht aus, als wäre das der. Grundvorschriften. Gültig am 25. Okay. Wo ist denn der Einreisebeleg? Ist doch gar kein Einreise. Doch da, okay. 25.11. Da habe ich jetzt sehr viel Zeit verschwendet, nur deswegen. Ist aktuell, okay. Gelaufen, okay. Junkerstadt, 4.12., das ist nicht das Datum. Wo haben wir das Datum hier? Okay. 25.11., das stimmt. Okay. Sorry, besorgt den Pass mit einem neuen Bild. Sonst kriege ich nur wieder Ärger von oben. Aha, Ausreisender benötigen einen Einreisebeleg. Habe ich verloren, ja, dann würde ich mal sagen, ist nicht mein Problem. Der Pass ist ungültig. Der Pass ist ungültig. Der ist gültig und das ist auch heute gültig.
Punkte gültig. Ausstellende Stadt. Das ist, ist heute gültig. Ist auch heute gültig. Okay. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Ja, wunderbar. Ja. Hungrig, hungrig, krank, hungrig, hungrig. Okay. Können die Heizung mal ausstellen dann? Ausbau des Grenzübergangs verschoben. Regierung sieht Schuld bei laxen Grenzkontrollen. Laxe Grenzkontrollen nennen die das. Ab sofort gelten strengere Vorschriften hinsichtlich der Vorlage von Ausweisdokumenten. Bürger von Aschoka haben ihren Ausweis vorzulegen. Ausländer haben eine gültige Einreisegenehmigung vorzulegen. Die Einreisebelege sind nicht mehr ausreichend. Die Vorschriften wurden über ein neues Kapitel über Dokumentenmerkmale ergänzt. Alle Informationen sind eingehend zu studieren. Die Einreisewilligen mit diskrepanten Dokumenten ist die Einreise zu verweigern. Anhand des Audiotransfers können Sie bla. Okay, 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 okay. So, wupp. Transit 14 Tage. Einreise bis. Und der ist gültig. Und der Pass stimmt auch. Und der Name stimmt auch, soweit ich sehen kann. Stimmt auch, stimmt beides, okay. Papiere bitte. Bostan, Andrea, Lindovna. Was zeigt Ihre Reise? Ich will zu meinem Mann ziehen. Okay. Einwanderung unbegrenzt. Okay. Sieht aus, als wäre das alles okay. Monate Besuch, okay. Einreise bis 1.11. Das ist leider schon zu spät. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute Papiere zu einem Datum ausgestellt haben. 2 Wochen Besuch, ja.
25.12. stimmt auch. Die Nummer stimmt auch. Und Skylar Agafia stimmt auch. Okay. Freunde besuchen. 2 Monate. 9.12. stimmt. 11.12.83 ist okay. B, A, Q, G, 4, H, C, S, 4, B. Ivan Salavos. Das ist Alexi und nicht Ivan. Warte mal. Zwei verschiedene Namen. Alexi. Kein Alias bekannt. Warte mal, hier. Das tut mir sehr leid, aber das ist dann halt so. Ah, siehst du. Jetzt hat er einen Pass. Du brauchst aber auch eine Einreisegenehmigung jetzt. So, die hat einen Pass, der ist nicht mehr gültig. Tut mir leid. Okay, Glorian, Besuch, 3 Monate, was, 3 Monate Besuch, 17.12.82, erste, Cecilia Fortnatskova. Smoletski, Durchreise 2 Tage. 22.12. stimmt. Das, der Pass ist auch gültig. Und die Zahl stimmt auch. Besuch 3 Monate. Monate, die Zahl stimmt nicht. Gültig, Paradiesner. Geburtsdatum stimmt überein. Tobias Putzner stimmt auch überein. Begrenzt ist gültig. Nora Henriks Nixnikova. Foto passt nicht. Das war super ähnlich. Die Miete hat sich erhöht. Oh, großartig. Okay. Friert. Wir können wieder Nahrung sparen dann.
republischer Starläufer wegen Mordes gesucht. Vince Lestrade, Freundin aus rasender Eifersucht getötet. Okay. Ministerium für Grenzschutz, offizielle Depesche. Sie sind ab sofort autorisiert, verdächtige Individuen unter Arrest zu stellen. Verhören Sie Einreisewillige hinsichtlich Diskrepanzen, um sie unter Arrest stellen zu können. Es lebe Aristotchaka. Okay, gut. Republische Starläufer wegen Mordes gesucht. So, Papiere bitte. Glorian, Einwanderung unbegrenzt. Kowalinski, Eugene. Eugene Kowalinski. Warum macht ihr sowas? Besuch, 60 Tage, Passnummer stimmt, Katrina Saxton stimmt auch und ist gültig. Okay. Moment. Ich habe einen Mörder gefangen. Amanda De Vria, KB6T2, T5, DW5 ist gültig. Ist gültig. Einige Wochen Durchreise, okay. Patrick Karlowski, Durchreise 2 Tage, okay. Die Zahl stimmt, 12.12. ist auch noch nicht gewesen. Okay. Monat, 4x15 ist gültig, ist gültig. Einwanderung unbegrenzt. Stimmt, Tabitha, das ist nicht der gleiche Name. Einwanderung unbegrenzt. Okay.
Was? Ich hätte gerne gewusst, was. Okay. Piotr Vostok. Stimmt, 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 stimmt. Okay. Oh je. Wahrscheinlich muss ich die Frau jetzt abweisen, so wie ich den Laden hier kenne, weil irgendwas nicht stimmt. Vostok hat ja. Ja, wir brauchen eine Einreisegenehmigung. Ja. So, Sven Wagner, einige Monate Besuch. Besuch? Besuch. Sven Wagner, stimmt alles. Shingleton, um zu arbeiten. Da stimmt doch gleich wieder was nicht. Naja. Stimmt alles und ist gültig. Ja. Ungültig ausstellende Stadt. Ja. Transit 14 Tage stimmt. 11.11.82. Der ist leider schon zu lange her. Mein Sohn ist wieder krank. Kabine verbessern, dann muss ich wahrscheinlich auch mehr Miete zahlen, aber vielleicht wird der Sohn dann weniger krank. Ja, ich würde sagen, das reicht für heute. Und mal gucken, dann spielen wir vielleicht nächstes Mal weiter. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ah ja, schreibt in die Kommentare, keine Ahnung, was ihr... Irgendwelche Sachen, schreibt sie in die Kommentare. Bis dann. Wo kann man denn jetzt hier... Abspeichern. Ich glaube, der speichert automatisch ab, ne? Okay, ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.